eine Eisenschaufel natürlich und das gleiche natürlich auch mit einer Spitzhacke dann. Kann natürlich auch nur eine Einbildung sein, weil ja, man Grasblöcke halt schneller wegklatscht wie alles andere. Moin Kalle, grüß dich. Aber ja, mir für mich persönlich ist es halt aufgefallen, ne? Dingen ziehen noch raus, Erde, wie auch immer. Ich bin echt am überlegen, spiele ich denn nachher GTA oder was mache ich? Morgen auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal so ein paar Spielchen, die ich hier noch im Geschenkeordner habe. Beziehungsweise ich habe mir eine extra Liste gemacht auf Steam, wo die Spiele reingekommen sind, die ich halt bekommen habe und sowas. Und ich ja eh schon vor längerer Zeit mal spielen wollte, vielleicht hier mal abgrase. So, hier können wir das auf jeden Fall schon mal anpassen. Muss so lassen. Ja, lassen wir erstmal so. Später kommen wir da ja mal rein. Ne? Muss ich echt mal gucken. Ubisoft hat mir im Überraschungspaket ein paar Kopien geschenkt. Du meinst wahrscheinlich hier mit Assassin's Creed und sowas, ne? Das, was das ganze Jahr über verteilt haben, da war ja irgendwie noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auch noch ein zweites Mal abholen kann oder ob ich die, weil ich die schon aktiviert habe, praktisch einmalig habe. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze da funktioniert. Die habe ich auch noch, die muss ich auch mal alles spielen noch. Assassin's Creed, damals den ersten Teil gespielt, aber war nicht so meins. Ein bisschen was hat es ja schon, aber jetzt wo ich es geschenkt bekommen habe, mal gucken. Okay, krasser Scheiß. Ja, ich habe immer Bedenken bei so Überraschungspaketen beziehungsweise allgemein ja, wie sagt man mal, diese Steam-Schlüssel, Random Steam-Key. Weil meistens sind da doch immer so 0-50 Spiele drin. Der einzige, der mal Glück hat, war Max, gehabt hat, war Max. Der hat, bei Kinguin hat er so ein Paket geschenkt bekommen, so Keys. Und, ja, da hat er Duke Nukem Forever bekommen. Und das ist ja schon ein Spiel, wo ich sage, ja, da hat sich auf jeden Fall gelohnt. Komm, lauf. Muss nicht dran denken, dann noch ein paar Schaufeln zu machen. Play habe ich irgendwie noch voll wenig Games. Auch, also die meisten davon sind diese kostenlosen Games, die ich abgestaubt habe. The Crew habe ich mir damals geholt. Da gab es jetzt auch ein Paket. Die Siedler 7 habe ich da, glaube ich. Die Siedler 7. Siedler war ja immer so ein Spiel, es hat viel Spaß gemacht. Siedler 7, muss ich aber gestehen, ist so. Ja, ein ganz komisches Siedler. Dann Watch Dogs, den ersten Teil habe ich. Far Cry 3, Far Cry 4, wobei ich zweiteres noch nicht einmal gespielt habe und ja, solche Sachen halt. Das da rein, das da rein,
Schwarzen hier rein, die Blümchen rein. Müssen wir Schaufeln und Spitzhacken diesmal machen. Erstmal 5 Schaufeln. Dann machen wir mal noch 3 Spitzhacken. Ich spawn dich mal im Steam voll. Hä? Ah ja, stimmt, Eisennuggets. Man kann jetzt auch Eisennuggets machen. Da würde mich mal interessieren, ob man da auch irgendwie Eisennuggets finden kann durch irgendwelche Monster. Ich bin mal ganz kurz auf, ich bin sofort wieder da. Wenn Steam will. Ja, Steam hat momentan Probleme irgendwie. Ist mein Kühlschrank versorgt. Gab ja bei uns Monster im Angebot bei Lidl. 4 Dosen für 2,99. Also eine Dose praktisch geschenkt. So, was haben wir den halben Tag schon verplempert? Wir gehen mal gerade hier, weil die Bäume schon gewachsen sind, die Bäume wegklatschen. Die können nämlich schon mal zerfallen. Vielleicht können wir die ersten dann schon wieder neu hinpflanzen. Aber ist das alles normal gewachsene Bäume, nicht so Krüppelsbäume wie wir einmal das Pech hatten. Okay, nur ich hatte hilft bei Steam-Problem nicht. Ja, Steam hat ist ja momentan dieser Winter-Sale und seit 19 Uhr, nee, wir haben ja noch gar keine 19 Uhr, scheiße, ich bin total in der Zeit durcheinander. Heute startet die zweite Upcycling-Saison, da kannst du wieder Upcycling generieren, beziehungsweise auch Steam-Karten kriegen. Das geht jetzt bis zum, boah, wann war das? 29., 27., ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und da wird Steam noch ein paar Problemchen haben. Gestern habe ich ganz intensive Probleme gehabt.
Ich konnte nicht mal Games starten, also Cloud konnte nicht verbinden und meine Spielstände laden. Und ja. Da muss Steam, oder hat Steam nie was dazugelernt über die ganze Sachen-Dingens. Ja, das erste Abzeichen gestern, genau. Ist gestern gestartet, aber heute startet das zweite Abzeichen. Und ja, ich hoffe, dass ich wenigstens einmal das Pack zusammenbekomme, die Abzeichen. Ansonsten halt wird das wieder verkauft. Ein bisschen Steam-Guthaben aufbessern. Und wenn man so ein paar Cent-Spiele dabei sind, beziehungsweise irgendwann hat man ja auch ein paar Euro zusammen, wenn man weiterverkauft. Für Karten, die man halt nicht braucht. Dann werde ich mir da wieder ein paar Spielchen gönnen. Und mache ich das öfters mal. Letztes Jahr zu Weihnachten war es so und davor das Weihnachten hast du die ersten Sammelkarten. Du konntest alle paar Stunden konntest du reinschauen, Sammelkarten verdienen. Hast du die ersten direkt verkauft, bist du ja fucking ja Steam-reich geworden, sag ich mal. Ich habe mit den ersten drei Karten, die ich gekriegt habe, habe ich schon mit 30 Euro verdient. Ja, leider Gottes haben sie, glaube ich, daraus gelernt über die Jahre. Aber nun gut. Setzlinge, kommt mal her zu mir. Da kommen die Blumen, packen wir auch ein. Schön, dann tun wir später. Muss auch, wir haben ja erstmal genug Platz. Falls dich interessiert, Kalle, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, meine Steam-Gruppe Humble Bundle. Da kannst du momentan das Spiel Grid abgreifen. Also nicht Grid 2, sondern die Neuauflage dazu, Grid. Auf Humble Bundle, wenn du einen Account hast, mit Steam verknüpfen, so wie mit Dirt 3 war das ja auch so. Und da kriegst du momentan ein Grid. Sogar noch Holz irgendwie. Was geht denn die ganze Zeit mein Handy? Was geht ab, ey? Schau ich doch gleich, wenn Steam funktioniert. Ja, ich habe echt Glück gehabt. Ich habe es durch Zufall halt heute gesehen auf Twitch, auf Twitter. Wurde mir das halt angekündigt und ich bin direkt hin, Humble Bundle, hab's direkt abgegriffen. Und da hatte ich schon Probleme, leichte Probleme mit Steam halt. Und konnte auch nicht in Steam rein und ja. Irgendwann hat es dann funktioniert. Ich habe das Spiel aktiviert, auch direkt runtergeladen. 6 fucking Gigabyte. Aber es hat eine verdammt gute Grafik. Das ist mittlerweile, also Grid, finde ich so ein bisschen wie Gran Turismo für die PlayStation. Also es kann grafisch schon einiges, wie ich finde. Immer richtig schönes Spiel. Umsonst ist umsonst. Dirt 3, wenn ich überlege, dieses Special blablabla, hast nicht gesehen, Sammler Edition, konnte man da ja per Code aktivieren. War ja auch ziemlich krass. Wenn du überlegst, das kostet noch knapp 30 Euro in der Edition. Das war schon ein Spiel Leco Mio, ja. Können Sie ruhig öfters mal so Spiele verschenken. Ja, locken Sie ja mit Publikum an. Zuckerrohr hier, Äpfel hier. Hast noch momentan wieder einige, viele Spiele im Angebot auf Steam.
wo einen schon ein bisschen die Finger jucken, sag ich ganz ehrlich, ne? Aber man sich dann doch denkt, nee, Junge, komm, du hast andere Problemchen. Lass es lieber mal. Holz hier rein. Hier die Blümchen. Und hier hatten wir die Setzlinge, die lassen wir aber. Mehr brauchen wir dann nicht. Hier können wir die Setzlinge hier rein tun. Ja, Moment, ein paar Setzlinge bräuchten wir eigentlich noch. Aber Moment, war da echt mal Glück und da sind noch ein paar runtergefallen. Schauen wir mal. Dann setzen wir die nämlich direkt wieder auf. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. So später Setzlinge grabbeln hier. Aber wir haben einiges an Holz zusammenbekommen. Das ist schon krass. Ja, pass auf, dann setzen wir doch. Wir gehen jetzt ein paar holen, setzen die direkt da auf, machen dann noch ein bisschen Berg weiter. Ich denke mal, wenn wir den Berg dann noch fertig machen. Und wenn wir den Berg angepasst haben, vielleicht mal ein Spielewechsel oder so. Ich würde mal gucken. Großen Bogen gerannt. Egal. Wir können nämlich wachsen. Wie gesagt, Holz brauchen wir noch ein bisschen was. Drei Ebenen haben wir noch wegzutragen. Dann müssen wir das ganze Gerümpelchen noch anpassen. Können wir da mal gucken. Da wird auf jeden Fall noch massig Arbeit sein. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Jetzt will ich erstmal hier meinen tollen Energy aufmachen. Lang keinen mehr gehabt. Der leckt Gummi, aber 2,99 für Viererpack. Oh, tut das gut. Lecko mio, tut das gut, wenn man lang keinen mehr getrunken hat. Auch total geil. Bist du bei Lidl? Willst du eigentlich so ein paar andere Sachen noch holen? Jetzt über die Weihnachtstage. Ich habe keinen Toast mehr gehabt. Ich habe keine Salami mehr gehabt. Und. So, dann denkst du noch, ja, du brauchst noch Öl und du brauchst hier diese Bratbutter. Ja, ich nehme da ja keine Margarine oder sonst. Da gibt es so fertige Bratbutter, einfach in die Pfanne fertig aus. Ja. Dann siehst du Monster. Ich sehe, what the fuck? Viererpack, 2,99. Alles klar. Alter, was geht mit meinem Handy ab, ey? Neue Nachrichten, UPS, bla bla. In diesem Sinne wünsche ich euch bla, Hauptsache, ja, schickt euch eure Weihnachtswünsche in den Arsch. So, dann habe ich gleich, dass alle Folgen hochgeladen sind am Leppi. Dann werde ich mal gucken, dass ich das auf das neueste Microsoft Update aktiviere, aber na gut. Verdammt, es war Wasser im Angebot. Ich habe nichts gekauft. Was? Wasser im Angebot? Wie meinst du das? Ach so, ah, das meinst du, alles klar. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ah, braucht ein bisschen länger. Ja, ich sage, das war. Dann bist du bei Lidl, wie gesagt, dann siehst du halt dieses Vierer-Paket 2,99 und denkst dir, wow, eine Dose umsonst. Alter, musst du reinklatschen, auch wenn du halt 1 Euro Pfand hast, ne? Dann hat die letzte Dose halt 25 Cent gekostet, aber hey, 2,99. Ja, dann habe ich ein paar Dinger mitgenommen. Hätte noch ein paar mehr sein können, aber ich habe alles andere vergessen. Also ich habe zwar Toast, ich habe Salami, aber ich habe kein Öl, ich habe keine Bratbutter, naja. Dankeschön.
So, zwei Wolken müsst ihr hochladen. Oh, leck, komm hier, scheiß Erkältung, ey. Wenn zwei Folgen hochgeladen sind, werde ich mal das Windows-Update installieren lassen. Ich hoffe, dass es dann wieder funktioniert, weil ich würde schon gern hochladen und zugleich auch die Musik da abspielen lassen können. Aber irgendwie, ja, will es nicht, keine Ahnung. Oh, meine Nase. So. Habe ich die Tage? Ich bekomme ja auf Facebook, das bekommen, denke ich, bei alle anderen auch immer so, ja, so Werbebeiträge, sag ich mal. Dann haben sie so eine Retro-Konsole beworben, also was sie mit dieses Crowdfunder da finanziert haben. Am Anfang sollst du 89 € dafür bezahlen, Dollar. Kannst dir mit unterstützen und hast dann so eine Founders Edition bekommen und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt mittlerweile ist es aus den Kinderschuhen raus. Sie haben weitaus mehr, als sie eigentlich dafür wollten, zusammenbekommen und diese komische Retro-Konsole entwickelt. Da sind, was weiß ich, was für Simulatoren drauf. Die alle möglichen Sachen simulieren, Konsolen simulieren. N64, die Wii, Sega.